Und jetzt bitte ich Daniel Exler nach vorne. Halleluja. Sag mal deinem Nachbar, heute wird's gut. Jesus, wir erwarten heute deine Herrlichkeit. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diesen Raum erfüllst und dass hier ein Ort ist, wo es regnet vom Himmel. Von dir, Jesus, wir wollen heute erleben, wie deine Kraft fließt, deine Gegenwart kommt und Durchbrüche geschehen in Jesu Namen. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Heiliger Geist, wir laden dich ein, als Geist der Freiheit zu kommen und dass Ketten aufgehen in Jesu Namen. Und ich sehe, du bist gebunden schon seit vielen Jahren mit Ketten der Depression. Und du hast Glauben, dass Jesus dich heute frei macht. Steh kurz auf. Diese Ketten werden brechen. Mach mal deine Hände zusammen. Jesus, du siehst alle Hände, die jetzt hier stehen und alle Ketten, die gebunden sind. Und wir gebieten euch jetzt, raus mit diesen Ketten. Ketten seid geöffnet. Jetzt in dem Namen des Herrn. Mach mal deine Hände auf. So wie deine Hände offen sind, so sprechen wir jetzt hinein. Geist der Depression, ich gebiete dir, erhebe dich und wirf dich ins Meer in Jesu Namen. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Sei frei in Jesu Namen. Amen. Darfst gerne hinsetzen. Ich sehe einen Geist des Suizid-Selbstmordgedanken. Wenn du das hattest oder hast, steh kurz auf. Wir brechen diesen Geist des Todes über deinem Leben. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Leg mal deine Hände selber auf deinen Kopf. Und ich gebiete jetzt jeden Geist des Todes. Erhebe dich und wirf dich ins Meer. Raus aus diesen Körpern, raus in Jesu Namen. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Geist des Todes, ich gebiete dir jetzt, zu verschwinden aus unseren Brüdern und Schwestern. Raus aus diesen Körpern, raus aus diesen Gedanken jetzt in dem Namen des Herrn. Du musst es verschwinden, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit in Jesu Namen. Und wenn du dein Leben nicht haben willst, gib's Jesus, er will es haben. Er will dein Leben haben. Lass uns mal alle zusammensprechen, mit unseren Geschwistern zusammen. Danke, Jesus. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich werde Gottes Reich bauen und noch viele rausholen aus dem Tod ins Leben hinein. Halleluja. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Ich sehe Bulimie, die Jesus wegschmeißen will. Bulimie gehört nicht zu dir. Bulimie. Wenn du bereit bist und du hast Glauben, dass Gott dich jetzt frei macht, Essstörung und Bulimie. Steh mal kurz auf, wir hauen das raus. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch. In Jesu Namen spreche ich hinein, eine neue Seele hinein, neue Hoffnung in Jesu Namen, Freiheit, Heilung in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass jetzt ein neues Körpergefühl hineinkommt, neue Freude, neue Kraft, auch online, wenn du jetzt dabei bist, wir sprechen hinein, dass jetzt Ordnung reinkommt. Wir schmeißen Bulimie raus, in Jesu Namen alle Essstörungen raus und wir sprechen hinein, neue Kraft in dir, neue Identitäten jetzt in dem Namen des Herrn. In Jesu Namen, sei frei von deiner Plage, auch online in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Darfst du gerne hinsetzen? Halleluja. Da war schon ein Regen, oder? Mach mal deine Hände auf. Jesus, du siehst, so viele Fragen sind hier im Raum. Jesus, du bist der Einzige, der alles beantworten kann. Ich bete jetzt für einen Regen vom Himmel, für einen Regen des Segens jetzt heute.
Denn der Geist Gottes ist hier und der Name des Herrn ist größer wie alle unsere Nöte. Wir öffnen unsere Hände jetzt, unser Herz jetzt und wir sagen dir Danke, dass heute Antworten vom Himmel kommen, dass heute deine Gegenwart freigesetzt wird, dass heute Heilung und Befreiung geschieht in Jesu Namen. Und danke, dass du alle Sehnsüchte, alle Wünsche kennst und ich bete, dass du sie erfüllst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Du siehst, wie die Leute angereist sind, wie weit sie hergekommen sind, wie jede Situation ist, wir wissen es nicht, aber du weißt es. Und ich bete jetzt heute Nacht für himmlische Träume. Prophetische Träume nach Joel 3. Gesichter, Visionen, Himmelserlebnisse und prophetische Träume mit Antworten vom Himmel. Das ist cool, manche werden es heute Nacht haben. Ich danke dir, Jesus, dass heute Antworten geschehen vom Geist Gottes persönlich in Jesu Namen. Halleluja. Und die ganze Gemeinde sage. Amen. Und noch einmal. Amen. Und noch einmal. Amen. Der Name Jesus ist der Name über allen Namen. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder Moslem wird seine Knie beugen vor Jesus Christus. Jeder Hindu wird seine Knie beugen vor Jesus Christus. Jeder Esoterikmeister wird seine Knie beugen vor Jesus Christus. Jeder Satanist wird seine Knie beugen vor Jesus Christus. Es gibt nur einen und das ist Jesus Christus. Jeder wird seine Knie beugen vor Jesus Christus und bekennen, Jesus ist Herr. Glücklich bist du, wenn du es heute schon kannst. Deswegen sind wir hier, um den Namen Jesus groß zu machen. Wer von euch kennt Derek Prince? Nicht Joseph Prince, sondern Derek Prince? Jawohl, wunderbar. Derek Prince hat eine Sache gesagt und das über die Jahre muss ich das zustimmen. Er hat gesagt, eine der wichtigsten Fragen der Endzeit wird sein, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? An der Person Jesu Christi entscheidet sich alles. Für die einen ist er nur ein Prophet. Für den nächsten ist er nur ein Wundermensch. Für den Nächsten ist er nur eine gute Person, die irgendeine Lehre gemacht hat. Für uns ist er der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer ist Jesus Christus? Was heißt Jesus Christus? Das Wort Jesus heißt, Gott ist Hilfe oder Gott ist Heil oder Gott ist Rettung. Christus heißt der Gesalbte oder der Messias. Jesus Christus bedeutet also, Gott ist Rettung und Christus heißt der Messias. Wenn Jesus rumläuft und sagt, hallo, ich heiße Jesus Christus, ist das aus der damaligen Zeit ziemlich provokativ. Denn er sagt, ich bin selber, Gott ist Rettung und ich bin der Messias. Wegen diesen Eigenschaften musste er am Kreuz sterben. Mit der gleichen Präsenz, mit der gleichen Gefahr, ist er heute in dieser Welt. Er ist die Antwort. Und wenn du dich auf Jesus stellst, hat er den Absolutheitsanspruch. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich habe eine Theorie für dich. Er sagt, ich bin die Wahrheit. In der Welt gibt es viele Theorien. Es gibt viele Meinungen, es gibt viele irgendwelche Ideen. Aber es gibt nur einen, der ist die Wahrheit als Person und diese Wahrheit ist eine Person, es ist eine Beziehung zu dem, der die Wahrheit ist und das ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, ein Absolutheitseinspruch. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater alleine durch Jesus Christus. Nur Jesus ist der Weg und dieser Messias, dieser Retter ist in seinem Namen enthalten. Das ist Jesus Christus, Jesus der Messias. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 19. Jesus kommt hier und stellt eine Frage an seine Jünger. Lass uns das mal zusammen lesen. Und als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Es ist ungefähr so wie heute, wenn er zu dir kommt und sagt, hey, was sagt YouTube, wer bin ich? Was sagt deine Nachbarschaft, wer ich bin? Was sagt deine Gemeinde, wer bin ich? Was sagt deine Familie, wer ich bin? Was sagen deine Arbeitskollegen, wer ich bin? Diese Frage stellt Jesus. Sie aber sagten einige Johannes der Täufer, andere Elia, Halleluja, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten.
Er spricht zu ihnen, alle zusammen. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Das ist die Frage des heutigen Abends. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Für Jesus ist nicht wichtig, was die Menschen da draußen denken. Das juckt ihn gar nicht. Für Jesus ist wichtig, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Das war für Jesus ganz wichtig. So wie du Jesus erkennst, so empfängst du von Jesus. Wenn du ihn in der Fülle verstehst, empfängst du die Fülle. Wenn du Let It Rain haben willst in deinem ganzen Leben, brauchst du ihn als die Quelle. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, das ist auch cool, ja, immer der Petrus zuerst. Ja, er fragt ja alle, ihr aber. Wer antwortet? Nur der Petrus. Das ist immer so cool, dieser Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also er hat mal voll aufgefahren. Ja? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm. Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, Achtung, jetzt spricht Jesus Identität zu ihm zu. Wann? In dem Moment, wenn Petrus Identität zu Jesus spricht. Also wenn du wissen willst, wer du bist, musst du verstehen, wer Jesus ist. Ohne das Verständnis, wer ist Jesus, kannst du nicht wissen, wer du bist. Ohne zu verstehen, wer ist der Christus, kannst du nicht die Worte von Gott hören, wer du bist. Es gibt die drei Grundfragen, die kein Mensch ohne biblische Offenbarung für sich selber beantworten kann. Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Und wer bin ich? Also das Wesen eines Menschen. Der Mensch ist in sich selbst ein Rätsel, bis die Offenbarung der Schrift auf ihn kommt. Und hier kommt eine Offenbarung. Wann? In dem Moment, wo Petrus eine Offenbarung über Jesus hatte. Wer ist Jesus Christus? Er hat gesprochen und jetzt kommt eine Offenbarung von Jesus, von dem Messias selber, über Petrus. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Wow. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Boah, noch cooler. Hat jemand einen Schlüssel hier? Irgendein Schlüssel? Zu deinem Auto, gell? Auto von Samuel. Wer den haben will, braucht den Schlüssel. Jesus kommt und gibt dir einen Schlüssel. Dieser Schlüssel gibt dir Zugang zu einem Bereich, der eigentlich verschlossen ist. Und dieser Schlüssel ist nicht nur ein Auto. Er hat etwas zu tun mit dem Himmel. Du bekommst einen Schlüssel in deine Hand. Mach mal deine Hand auf. Von Jesus. Ein bisschen höher, damit alle es sehen. Genau, wunderbar. Von Jesus persönlich in die Hand gedrückt, wenn du verstehst, wer Jesus ist. Und Jesus, Hand wieder runter, Jesus sagt hier Identität und dann sagt er, nachdem er zu dir spricht, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Also Jesus gibt uns die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und dann sagt er, was immer du auf der Erde binden wirst, ist im Himmel gebunden. Was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Er gibt uns hier einen Schlüssel mit Absolutheitsautorität. Hand wieder. Er gibt sie uns in die Hand mit einem absoluten Risiko. Was immer du lösen wirst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Was immer du binden wirst, ist gebunden im Himmel. Diesen Schlüssel gibt Jesus uns in die Hand. Heben, genau, danke. Ist okay? Ja. Gibt uns das in die Hand, wann? Nachdem du verstehst, wer ist Jesus. Es beginnt mit einer Offenbarung von Jesus Christus. Danach ein Zuspruch der Identität.
und danach ein Empfangen der Schlüssel des Himmels. Viele Leute kommen zu mir und sagen, Daniel, bitte bete für mich für mehr Salbung. Dann bete ich für mehr Salbung. Bitte bete für mich für ein Wunder. Bete ich für ein Wunder. Bitte bete für mich, dass Durchbrüche kommen. Dann bete ich halt für die Sachen. Und es hebt genau 2 Tage und dann ist das Problem wieder da. Weil die Voraussetzung des Behaltens der Schlüssel nicht gegeben ist. Die Identität von Jesus Christus. Du betest und betest und du bekommst tatsächlich die Sache in deine Hand. Herzlichen Glückwunsch. 3 Stunden später kommt der Teufel und nimmt es gerade wieder weg. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Gleiche Ding wie vor ein paar 1000 Jahren. Ja, immer noch das gleiche Spiel. Wie ist es möglich, den Schlüssel des Reiches der Himmel zu haben? Wie ist es möglich, dass alles, was du auf der Erde bindest, ist gebunden im Himmel? Alles, was du löst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Stell dir mal das vor. Du kannst alle Dämonen austreiben. Du kannst alle Kranke heilen. Das ist ein Schlüssel des Reiches der Himmel. Wie kommt es zustande? Nicht indem ein Gastredner für dich betet. Es kommt dadurch zustande, dass du verstehst, wer ist Jesus Christus. Wir müssen den Namen Jesus groß machen in uns. Ja, danke. Dein Auto kriegst du wieder zurück. Wir müssen den Namen Jesus groß machen. Wenn du erleben willst, dass Durchbrüche in deinem Leben geschehen, brauchst du die Identität des Königs aller Könige. Danach spricht Gott Identität in dich hinein. Und dann kommt etwas zustande. Er gibt dir einen Schlüssel des Reiches der Himmel. Wow. Diesen Schlüssel hast du in deiner Hand. Weißt du das? Halte diesen Schlüssel fest. Halte diesen Schlüssel fest. Ganz, 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 ganz wichtig. Und jetzt möchte ich euch Philipper 2 vorlesen. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, alle zusammen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, alle zusammen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wow. Krebs hat einen Namen. MS hat einen Namen. Scheidung hat einen Namen. Corona hat einen Namen. Krieg hat einen Namen. Ehescheidung hat einen Namen. Mobbing hat einen Namen. Aber der Name über alle Namen, der Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus ist der Name über alle Namen. Und diesen Jesus wollen wir erheben. Und er gibt uns den Schlüssel des Reiches der Himmel. Und jeder Name ist ein Pfurz gegen Jesus. Nix gegen Jesus. Stinkt ein bisschen, aber geht wieder weg. Ist nichts wert im Vergleich zu Jesus Christus. Wie viel redest du über die anderen Namen in deinem Leben? Und wie viel redest du über den Namen Jesus? Mach den Namen Jesus groß, dann werden die anderen Namen klein. Denn es gibt einen Namen, der ist über allen Namen. Und dieser Name heißt Jesus. Einen Namen über allen Namen. Und dieser Name heißt Jesus. Noch einmal, Name über allen Namen. Und dieser Name heißt Jesus. Könnt ihr mal ein bisschen mehr Power reingeben? Dieser Name heißt Jesus. Jetzt habt ihr es drauf. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich gebe euch mal ein paar Namen, was Jesus ist. Wer ist Jesus laut der Bibel selber? Nummer 1, er ist Jesus Christus. Wir haben das gehört. Jesus Christus. Er ist der Sohn Abrahams. Er ist der Sohn Davids. Er ist der Christus. Er ist Jesus. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist der König der Juden, er ist der Herrscher, er ist der Nazaräer. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Meister, der Menschensohn, er ist der Arzt. Nicht er heilt dich, sondern Jesus, seine Identität ist, er ist ein Arzt.
Viele Leute kommen zu mir, wie kriege ich die Heilung, wie du bekommen hast? Gib mir das Prinzip der Heilung. Hey, Gott ist doch kein Kaugummiautomat. Hier hast du ein Produkt, Heilung. Nein, er ist der Arzt. Seine Identität ist Arzt. Wenn du Heilung brauchst, brauchst du eine Beziehung zum Heiler, zum Arzt. Dann hast du dauerhaft Heilung. Viel besser wie krank sein, geheilt werden, krank sein, geheilt werden, krank sein, geheilt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit heißt kontinuierliche Gesundheit. Ist viel besser. Hat zu tun mit einer Liebesbeziehung, eine Identität mit dem Arzt. Jesus. Jawohl, Jesus, genau. Er ist der Arzt. Er ist der Bräutigam. Jesus ist der Freund der Sünder. Weißt du, wenn Menschen dich verdammen, Jesus verdammt dich niemals. Wenn Leute dich aus der Gemeinde schmeißen, Jesus nimmt dich auf. Wenn Leute blöd über dich reden, Jesus ist dein Freund. Wenn Leute dich verlassen, Jesus verlässt dich niemals. Wenn Leute dich mobben, er bleibt immer bei dir. Er ist der Freund der Sünder. Und ich spüre, hier sind einige unter uns, die wurden verletzt von anderen Christen. Sogenannte Schafsbisse. Von einer Seite, wo du es nicht erwartet hast. Ein Pastor hat dich verletzt. Ein anderes Mitglied hat dich verletzt. Irgendwelche Leute haben über dich geredet. Jetzt ist der Moment der Heilung. Denn Jesus ist der Freund der Sünder. Wenn du verletzt wurdest und du willst heute vergeben, jetzt gleich, ich lade dich ein, steh kurz auf, wir sprechen Vergebung aus. Für jede Verletzung, die dir angetan wurde von Brüdern und Schwestern, jetzt ist ein Moment der Heilung. Leg mal deine Hand auf dein Herz und sprich mir einfach nach, Jesus, ich vergebe heute jeder Person, die mich verletzt hat. Ich lasse sie los. Jede Person, die mich falsch behandelt hat, die schlechte Sachen über mich gesagt hat, die mich tief verletzt haben, ich vergebe ihnen jetzt. Und ich bitte dich um Vergebung, Jesus, für meine Unvergebenheit. Ich schmeiße sie weg. Und du bist der Freund der Sünder. Und du nimmst jede Sünde aufs Kreuz. Und ich bin heute reingewaschen. Ich bin wieder weiß. Und ich bin wieder sündlos. Und ich vergebe jetzt jeder Person. In Jesu Namen. Und alle sagen... Darfst gerne hinsetzen. Jesus ist der Freund der Sünder. Er ist der Geliebte. Er ist der Sämann. Er ist der Sohn des Höchsten. Er ist der Horn des Heils. Er ist das aufgehende Licht. Er ist Christus, der Herr. Jesus ist der Retter. Er ist der Trost Israels. Er ist das Heil oder der Erlöser oder der Retter. Er ist Jesus von Nazareth. Er ist der Heilige Gottes. Jesus ist das Wort. Wow. Er ist das Wort. Jesus ist Gott. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Manche Menschen müssen für diese Aussage ins Gefängnis. Jesus ist Gott. Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir das verkündigen dürfen. Danke, Jesus. Jesus ist Gott. Er ist das wahre Licht. Er ist der eingeborene Sohn. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der König Israels. Er ist der Lehrer. Er ist die Gabe Gottes, der Retter der Welt. Er ist das Brot Gottes und das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist die Türe zu den Schafen. Jesus ist der gute Hirte. Und dann sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ja, das ist eine ganz bekannte Bibelstelle. Jesus ist der Weinstock.
Er ist Herr und Gott. Er ist der Heilige und der Gerechte. Er ist der heilige Knecht Jesu. Er ist ein Fürst und ein Retter. Er ist Herr über alle. Er hat ein Sündopfer für uns gegeben. Jesus Christus ist unser Herr. Er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist der Befreier. Er ist Christus Jesus. Er ist die Kraft Gottes, er ist die Weisheit Gottes. Er ist die Heiligung. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Jesus ist das Passahlamm. Er ist der geistliche Fels. Er ist der Erstling Christus. Er ist der letzte Adam und der zweite Mensch. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist ein Nachkomme oder ein Same Abrahams. Er ist der Geliebte, der Eckstein. Achtung, er ist das Haupt der Gemeinde. Nicht dein Pastor ist das Haupt der Gemeinde, sondern Jesus ist das Haupt deiner Gemeinde. Jesus ist Haupt deiner Gemeinde und wir verkünden es. Family Church wird immer Jesus auf dem Thron sein, in Jesu Namen. In deiner Gemeinde wird immer Jesus auf dem Thron sein, in Jesu Namen. In deiner Familie wird immer Jesus auf dem Thron sein. Er ist das Haupt der gesamten Gemeinde. Das ist unser König Jesus. Halleluja. Nummer 66. Der Erstgeborene aus den Toten. Jesus Christus ist unser Herr. Er ist der Mittler. Viele Menschen versuchen durch andere Methoden zu Gott zu kommen, aber es gibt nur einen Mittler und dieser Mittler heißt Jesus Christus. Er ist der Mittler. Er ist der Mensch, Jesus Christus. Er ist das Lösegeld für alle. Er ist der Same oder der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Jesus Christus ist unser Retter, Heiland, Erlöser. Er ist die glückselige Hoffnung. Glückselige Hoffnung. Ich bin diese Woche aus Kanada zurückgeflogen. Meine älteste Schwester wohnt dort und da hatten wir eine Familienzeit dort, sind rumgefahren. Und letzten Sonntag war ich in Vancouver, Downtown. Das ist da im Westen von Kanada. Und wir fahren da mit ihrem Auto durch die Gegend und die ganze Atmosphäre verändert sich. Wir spüren einen Geist der Hoffnungslosigkeit. Wir fahren da rum, Downtown, und da sind ganz viele Obdachlose, links und rechts, ganz viele. Alle mit ihren Einkaufswegen, ihr ganzes Hab und Gut ist da drin. Und im 3 Meter Abstand Hunderte. Alle leben auf der Straße. Und wir fahren darum und ich sehe Hoffnungslosigkeit. Sie haben keine Hoffnung mehr. Sie haben ihr Leben aufgegeben, weil keine Hoffnung mehr da ist. Sie haben keine Hoffnung, dass der Staat ihnen hilft. Sie haben keine Hoffnung, dass Menschen ihnen helfen. Sie haben keine Hoffnung und ihr ganzer Körper wird deformiert. Es waren normale Menschen und durch die Hoffnungslosigkeit hat der ganze Körper sich deformiert. Junge Leute, die wie Krüppel aussehen. Sie leben dort und werden beschimpft als Abschaum der Gesellschaft. Sie sind aber wertvolle Geschöpfe Gottes. Hoffnungslosigkeit hat sie zerstört. Am Ende bleiben 3 Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte ist die Liebe. Wir haben viel über Liebe gehört. Wir haben viel über Glaube gehört. Aber Hoffnung ist die Grundlage des Glaubens. Hebräer 11,1 sagt Hoffnung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also wenn du keine Hoffnung hast auf das, was kommen wird, wie willst du Glaube aufbauen? Wir brauchen eine Hoffnung. Und die Hoffnung kann nicht unser Staat sein. Die Hoffnung kann auch nicht dein Ehepartner sein. Die Hoffnung kann nicht deine Versicherung sein. Die Hoffnung kann auch nicht deine Rente sein. Die Hoffnung kann auch nicht dein Pastor sein. Die Hoffnung kann nichts sein. Es gibt nur einer, der ist eine glückselige Hoffnung. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die einzige Hoffnung, die uns nie enttäuscht. Wir haben noch die allerbeste Zukunft auf uns, die auf uns wartet. Und das ist die Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus. Ohne Hoffnung wird es deinen Körper zerstören, dich zu einem Abschaum der Gesellschaft drücken, obwohl du es nicht bist. Hoffnung ist wichtig für dein Leben. Du brauchst Jesus als lebendige Hoffnung. Und es gibt Menschen hier, die haben ihre Hoffnung in die Tonne geworfen.
Du hast gesagt, das geht nicht, Gott. Ich bete schon so lange für meinen Mann, schon so lange für die Heilung, schon so lange für die Veränderung. Ich habe keine Hoffnung mehr. Wenn es dich betrifft, steh kurz auf. Und du sagst, ich möchte meine Hoffnung wieder aktivieren. Steh kurz auf und wir wollen das gleich aktivieren. Samuel, können wir wieder deine Aktion starten, ja? Ein Mann der Hoffnung. Kennt ihr es noch vom letzten Mal, wo wir ihn fast umgehauen haben? Wir machen das gleich, ja? Hat letztes Mal so gut geklappt, du weißt schon, ja? Wenn du jetzt gleich nach vorne kommst und ihm einen reinhaust, aber nicht nur auf die Hände, ja? So volle Kanne, sagst du, ich schmeiß meine Hoffnungslosigkeit jetzt weg. Ich lasse es jetzt am Kreuz. Und ich mache mich eins mit dem Mann, der selber eine Hoffnung hat in Jesus Christus, der selber verändert wurde. Und ich nehme die Hoffnung wieder an. Ich reaktiviere meine tote Hoffnung und ich werde wieder Hoffnung haben. Weil Jesus, du bist meine glückselige Hoffnung. Und ich mache deinen Namen groß, Jesus. Jesus, du bist größer wie jede Hoffnungslosigkeit. Und ich mache mich jetzt eins dafür. In diesem Moment, wenn ich draufhau, ich nehme diese Hoffnung Gottes wieder. Jesus, du bist meine Hoffnung für meine Ehepartner, für meinen Körper, für meine Familie, egal was. Ich nehme die Hoffnung wieder an. Bist du bereit dafür? Ja? Vivian, kannst du spielen, wenn du irgendwo bist gerade? Und wer will der Erste sein? Let's go. Könnt ihr euch hinstellen, drauf und in diesem Moment, mach eine Entscheidung des Glaubens. Ich nehme die Hoffnung Gottes wieder an, ja? Und wir beten alle in Zungen, okay? Kodaba, Shikaraba, Santa Kim. Aber stärker muss drauf und stärker. Mit zwei, genau. Okay? Kodaba, Shikaraba. Danke, Vater, dass jetzt neue Hoffnung geschieht in Jesu Namen. Neue Hoffnung in Jesu Namen. Danke, dass jetzt Hoffnungslosigkeit ein Ende hat in Jesu Namen. Und wir sprechen jetzt hinein. Neue Freude, neue Hoffnung in Jesu Namen. Jede Hoffnungslosigkeit zerstören wir jetzt in Jesu Namen. Danke, dass neue Hoffnung jetzt geschieht in Jesu Namen. Danke für die Hoffnung, die jetzt zustande kommt in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, dass jetzt Hoffnungslosigkeit ein Ende hat und neue Hoffnung geschieht. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir jetzt, Vater, für neue Hoffnung, die jetzt zustande kommt. Wir beten, dass jetzt Sachen aktiviert werden. Sachen aktiviert werden in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Und in Zungen singen, ja, wenn es geht. In Jesu Namen. Danke dir, dass neue Hoffnung jetzt aktiviert wird. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich spreche aus, dass die toten Gebeine wieder lebendig werden in Jesu Namen. Nach Hesekiel. Die toten Gebeine werden wieder lebendig in Jesu Namen. Danke, Jesus. Kannst du in Zungen singen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wollen wir einfach in Zungen singen? Währenddem kommt Ermutigung zustande. Hoffnung kommt jetzt hinein in Jesu Namen. Mit dieser, jawohl, danke. Tote Hoffnung geht raus. Lebendige Hoffnung kommt hinein in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mikrofon bitte anmachen hier. Danke, Jesus. Kodaba, Shikarabas. Danke, dass Hoffnung jetzt reinkommt. Hoffnung ist reinkommt in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nimm es in Anspruch in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass jetzt eine Entscheidung des Glaubens geschieht in Jesu Namen. Danke, Jesus. Kodaba, Shikaraba, Santa. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kodaba, Shikaraba, Santa. Danke, Jesus. Kodaba, Shikaraba, Santa. Danke, Jesus. Amen. Dass jetzt neue Hoffnung geschieht in Jesu Namen. Das ist eine Entscheidung des Glaubens. Danke, Jesus. 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 Halleluja. Danke, Jesus. Hoffnung Gottes kommt jetzt geschehen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Heb deine Stimme. Danke, Jesus. Okay. Hebt deine Stimme zum Herrn. Okay. Danke, Jesus. Mach's für deine Geschwister hier im Raum. Jetzt werden tote Hoffnung beerdigt. Neue Hoffnung kommt jetzt zustande in Jesu Namen. Hebt deine Stimme zum Herrn.
Danke, Jesus. Jetzt kommt eine Totenauferweckung zustande in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Von dir war, Hoffnungslosigkeit jetzt rausgeht und dass jetzt Hoffnung und Glaube entsteht vom Himmel in Jesu Namen. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ich gebe dir die Ehre. Wir sprechen aus, du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Was hast du gerade erlebt? Was hast du hier gespürt hier vorne? Ich hatte tatsächlich das gleiche Bild wie vor einem Jahr. Irgendwann kribbelt es in der Hand und irgendwann wird es taub. Was hat Jesus am Kreuz für uns getragen? Wir müssen uns darüber bewusst werden, was er für uns getragen hat, Geschwister. Was für ein Preis bezahlt wurde von ihm für uns. Beim letzten Mal hast du gesagt, die haben draufgehauen beim letzten Mal und du hast gespürt, was für eine Last Jesus getragen hat. Ja, genau. Das Gleiche ist wieder getragen, ja? Ja, das ist dieser Moment einfach. Was Jesus trägt für uns, das ist unglaublich. Das ist nicht irgendwas, damit dürfen wir nicht spielen. Das ist kein Spiel. Das ist so viel Gewicht, weil er dich liebt. Nicht, weil du es verdient hast. Du hast es nicht eine Sekunde verdient. Aus Liebe. Ja, denn er ist die glückselige Hoffnung. Wollen wir diesen Jesus kurz anbeten? Komm, wir stehen kurz auf. Einfach nur einen neuen Tune wollen wir singen. Wir wollen Gott anbeten als die Hoffnung. Und dann gehen wir gleich weiter. Erheb deine Stimme zum Herrn. Und wir werden sie halten und wir lassen sie nicht los. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich spüre, dass Jesus hat eine neue Hoffnung in dich hineingelegt. Und ich lade dich ein, halte diese Hoffnung fest.
lass ihn nicht los. Diese Hoffnung ist der erste Schritt für den Glauben. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das brauchst du. Und die Liebe ist wie die Energie, die da durchgeht. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, halte diese Hoffnung fest. Danke. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus ist die glückselige Hoffnung. Wir wollen uns hinsetzen. Er ist die glückselige Hoffnung. Wer ist Jesus Christus noch? Er hat mir gesagt, Daniel, wenn du bei Let It Rain bist, mach meinen Namen groß. Wenn du da bist, in Dresden, er hat mich extra aufgeweckt in der Nacht, das ist ganz selten sowas, ja. Sag zu mir, Daniel, wenn du da bist, mach meinen Namen groß, zeig ihm, wie groß ich bin. Wir wollen heute Gott groß machen, wir wollen heute anbeten im Geist und der Wahrheit. Ja, wenn ich fertig bin, wollen wir ganz bewusst nicht uns gegenseitig irgendwie die Hände auflegen, wir wollen Gott alle Ehre geben, ja. Und wenn wir Gott in seinen Namen groß machen, spricht er Identität hinein. Wow. Und dann wird etwas geschehen. Die Schlüssel des Himmels kommen zustande. Wir wollen Gott groß machen, denn er ist nicht nur die glückselige Hoffnung. Er ist der große Gott und der große Retter. Er ist der Heiler, Erlöser. Er ist die Ausstrahlung, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist der Ausdruck, das Ebenbild oder der Abdruck seines Wesens. Er ist der Träger und der Erhalter aller Dinge. Er ist der Urheber des Heils, er ist der Apostel und der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er ist der Vorläufer, er ist der Diener des Heiligtums, er ist der Erblasser, der Mittler des neuen Bundes. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Nochmal zusammen, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, das ist unser Jesus. Er ist der große Hirte der Schafe. Es gibt Pastoren, diesen Hirten. Und dann gibt es den Oberhirten. Der große Hirte. Wir sind alle so kleine Hirten. Und dann gibt es den Oberhirten. Also wenn dein Hirte Probleme macht, segne ihn und geh zum Oberhirten. Sag ich, du Oberhirte Jesus, der ist noch nicht so weit. Was meinst du, was er dir sagt? Lieben, segnen, vergeben. Das sind gute Methoden, um den Hirten zum Oberhirten zu bringen, damit er Heilung bekommt. Aber Jesus ist derjenige, der niemals Fehler macht. Denn er ist der große Hirte, der Oberhirte, so sagt es die Bibel. Er ist der Hirte und der Bischof, der Hüter, der Beschützer der Seelen. Vielleicht hat dich niemand beschützt in deinem Leben. Deine Seele wurde als Kind seelisch verletzt. Tu das mal harmlos aussprechen. Seelisch verletzt, du weißt, was es bedeutet. Heute kommt Jesus als der Hüter und der Beschützer deiner Seele. Amen. Während ich das ausgesprochen habe, ist etwas geschehen in deinem Herzen. Er ist der Beschützer und der Hüter deiner Seele. Amen. Nimm es als Rhema-Wort an. Du bist frei. Wer hat das gerade als Rhema-Wort genommen? In Jesu Namen spreche ich hinein, dass du das nie verlieren wirst. Halte das fest in Jesu Namen und alle sagen Amen. Als ich damals unheilbar krank war, die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, habe ich ein Rhema-Wort vom Herrn bekommen. Vor der Heilung kommt das Wort. Er hat mir ein Wort gegeben, ich habe es ausgesprochen, heute bin ich 20 Jahre lang geheilt. Das, was du gerade bekommen hast, ist nicht nur irgendein Wort, es ist ein Rhema-Wort, was Heilung produzieren kann für dein ganzes Leben und für die nächsten Generationen. Halleluja. Voll gut. Halte das fest. Hier ist eine Salbung im Raum. Merkt ihr das? Das ist cool, ja. Ihr seid am richtigen Ort hier. Voll gut. Er ist der oberste Hirte. Er ist der Herr und der Heiland Jesus Christus. Er ist der Morgenstern, der Fürsprecher, der Beistand. Er ist Jesus Christus, der Gerechte. Er ist das ewige Leben. Er ist der treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Alle zusammen, er ist das Alpha und Omega. Das ist gut. Ich muss dir was erzählen zu diesem Punkt. Haben wir noch Zeit? Geht's noch bei euch? Ich bin ja viel in Indien unterwegs, wir haben 60 Gemeinden in Indien, richtig stark, was Gott da macht, so richtig, richtig gut. Und da hat sich ein Guru bekehrt bei uns.
Genau, also es gibt im Hindu gibt es 33 Götter. Diese 33 haben drei Obergötter. Und diese drei Obergötter haben halt so sind halt die Hierarchien und so. Und dann die drei Obergötter und die haben halt verschiedene Medien. So Leute halt, die so, ja, genau, die halt da so Mittler sind, ja. Ich versuche das neutral zu erklären. Und dann war einer von denen, der hat alles gegeben, um Heil zu bekommen. Also Erlösung zu bekommen. Heil, ja. Jesus selber sagt, ich bin der Alpha und Omega, ja, sagt er. Okay. So, und er wollte Heil bekommen. Er ist also geboren in so einer hinduistischen Familie, radikal aufgewachsen und wollte Vollzeitdienst, so nennen wir das, Vollzeitdienst, bei denen ist es ein bisschen anders. Und dann haben sie dich halt voll reingegeben, sein ganzes Leben, alles Geld, Kraft, alles hat er reingegeben, alles studiert und wurde von diesen 33 auf die 3 erhoben. Und von 3 ganz oben war so ein Guru ganz oben und hat sich dann da hingestellt und ganze Leute, also viele Leute kamen zu ihm. Und hat viel Geld gemacht, indem er prophezeit hat und Leute geheilt hat. Ist auch lustig. Das funktioniert gar nicht dort. Ja, aber ja, anderes Thema. So, und der war halt so ein Guru dann, ja. So, und dann hat er, sein Ziel war, ich brauche Erlösung. Er wollte Heil, er wollte Erlösung finden. Das ist das oberste Ziel dort, ja. Erlösung finden, so. Und dann hat er, er hat einen christlichen Freund gehabt in der Schule. Der hatte von Jesus erzählt. Und der hat ihn natürlich ausgelacht und gesagt, du mit deinem Jesus, das ist doch mal gar nichts. Hat ihn verfolgt. In Indien gibt es Verfolgung auch für Christen. Verfolgt und so. Und die waren Feinde eigentlich. Und der hat ihn aber immer von Jesus erzählt. So. Und dann hat er diese hinduistische Karriere gemacht, war ein Oberguru dort. Und dann hat er Erlösung gesucht. Und sucht Erlösung. Und diese drei Götter da haben mit ihm geredet. Also die sind ihm erschienen in der Nacht. Er hat einen Raum gehabt, wo keine Fenster sind. Und da sind die ihm erschienen. Also das sind Dämonen, wo kommen und sich tarnen, wie ich bin der Gott so und so. Aber es ist nichts anderes wie irgendwelche Dämonen. Ja? Die kommen halt und dann sagen sie ihm irgendwelche Sachen halt. Und er sagt immer zu denen, gib mir Erlösung, gib mir Erlösung, gib mir Erlösung. Und diese Dämonen zu ihm zurück, ja, du musst mir erst das tun, du musst erst das tun, du musst erst das tun. Das ist so eine Spirale halt. Und dann hat er immer gesucht, ich brauche aber Erlösung, ich brauche Erlösung, gib mir Erlösung. Und da war er kurz vor dem Selbstmord, weil er verstanden hat, das hinduistische System hat keine Erlösung in sich. Er hat sein ganzes Leben hingegeben dafür und findet das nicht, was er gesucht hat. So, und dann hat er gesagt, heute Nacht werde ich mich umbringen, wenn ich keine Erlösung finde. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus die Erlösung ist. Und er kniet sich hin in seinem Raum ohne Fenster, ohne Licht. Und da gibt es diese Statue halt, die sich wieder lebendig gemacht hat, was ganz normal für ihn ist. Und plötzlich kommt ein Licht in diesen Raum hinein. Licht, Zeichen für Jesus. Leuchtet auf diesen Götzen drauf. Und diese Götze muss reden. Also muss reden, dieser Götze. Und er sagt, ich kann keine Erlösung geben. Das kann nur Alpha und Omega. Sagt Obergott sozusagen dort von der hinduistischen, dem Oberguru. Kann nur Alpha und Omega. Er musste die Wahrheit sprechen, weil das Licht kam, Jesus. So, jetzt hat er keine Ahnung gehabt, was das Alpha und Omega ist. Guckt nach Alpha und Omega und findet in der Bibel, in Offenbarung, Alpha und Omega. Hey, ich kenne doch einen Christ, den muss ich besuchen. Mitten in der Nacht kommt er wollte sich ja gerade umbringen, kommt er zu dem nach Hause und klopft. Hey, du, so und so, ich muss mich bekehren. Und er hat gedacht, er macht einen Witz. Er sagt, nein, verschwinde von meinem Haus. Ich muss mich bekehren. Nein, du willst mich verfolgen, verschwinde. Also dieser Guru musste kämpfen, dass er sich bekehren durfte. Nein, ich muss mich bekehren, mach bitte auf. Nein, ich lasse dich nicht rein, du willst meine Kinder wieder hier schlagen. Nein, ich muss mich bekehren. Und dann hat er da rumgemacht draußen, haben die Nachbarn schon gesagt, lass ihn doch rein. Alles klar, und dann haben sie ihn reingelassen und dann hat er sich bekehrt. Sich bekehrt und er ist jetzt einer von unseren Gemeinden, ganz, ganz stark im Dienst. Er heilt heute Leute, prophezeit richtig, richtig stark. Und alles über Alpha und Omega. Wer ist Jesus Christus? Dann ist etwas geschehen, es war auch interessant. Er hat kapiert, er muss alles auf die Reihe bringen, hat alles abgeschnitten, was war, und hat gesagt, jetzt heirate ich eine christliche Frau. Wunderbar, hat er dann gemacht.
Ihr lacht schon. Alles gut. Er hat das dann gemacht, alles ist gut. Und dann hat diese Frau, wird schwanger, erstes Baby kommt. Wird geboren, auf seinen Armen, das Kind stirbt. Der Teufel spricht, weil du die Leute heilst, habe ich dein Kind genommen. Sagt der Teufel zu ihm. Also diese Dings. Er setzt sich hin, nimmt sein totes Baby auf den Schoß und sagt, Teufel, es gibt nur einen, der ist Herr über Leben und Tod, das ist Jesus Christus. In Jesu Namen, komm zurück. Das Kind kriegt wieder Leben, kommt zurück. Und wo ich da war, war das Kind schon 6 Jahre alt, war auf meinem Schoß, ich habe mit ihm gespielt, weil der Herr ist Herr über Leben und Tod. Diese Kraft ist im Alpha und Omega. Halleluja. Diese Geschichte muss ich euch erzählen, hat mich sehr berührt. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Wenn du denkst, das Ende kommt, das Ende ist Jesus Christus. Und wenn die Medien dir sagen, jetzt kommt das Ende der Welt, das Ende hat einen Namen, es ist Jesus Christus. Und es ist dann Ende, wenn Gott sagt, es ist Ende. Habt ihr noch Zeit für noch eine Geschichte? Anfang, jetzt erzähle ich euch Geschichten hier. Ja. Bei uns in der Gemeinde kommt ein Mann in die Gemeinde halt und erzählt uns seine Geschichte. Er war im Gefängnis. Und bevor er im Gefängnis war, war er ein Mörder. Er hat seine Frau umgebracht, war Mörder. Und die Polizei verfolgte ihn. Und er wusste, wenn die Polizei mich findet, dann bin ich für immer im Knast. Das will ich nicht, bringe ich mich lieber um. So hat er sich entschieden. Was macht er? Badewanne voll. Er war also kein Christ. Badewanne voll und diese Föhn. Kennt ihr die Geschichte, ja? Föhn rein, Sturmschlag. Und legt sich da rein und macht den Föhn rein. Und das klopft und hat so eine krasse Wunder hat er gemacht. Und dann spricht Gott zu ihm. Ich bin Herr über Leben und Tod. Er hat ja nicht an Gott geglaubt, hat sich bekehrt in diesem Moment. Er sagt, ich werde die Konsequenzen meiner Entscheidung tragen. Ich muss ins Gefängnis für 20 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wie er kam raus, wiedergeboren, ein Evangelist Gottes. Der Herr ist Leben. Der Herr ist der Herr über Leben und Tod. Nicht wir entscheiden das, Gott entscheidet das. Oh, das hat mich so berührt. Und er ist Anfang, das Ende. Und Ende ist dann, wenn Gott sagt, es ist das Ende. Es ist nicht dann Ende, wenn der Arzt sagt, es ist das Ende. Es ist Ende, wenn Gott sagt, es ist das Ende. Ich habe einen Freund, noch eine Geschichte? Ja? Okay. Sorry, dass ich überziehe heute. Ich habe so noch eine Geschichte, ja. Ein Freund und der, Maria, du kennst ihn auch, den Klaus, und er hat Krebs, ja. Endstadium Krebs. Und die Ärzte gucken ihn an und sagen, also 3 Monate höchstens, ja. Alles voll mit Krebs. Solltest du da 3 Monate überleben, solltest du deinen Geburtstag noch erleben, das war halt in 5 Monaten, dann zahlt dieser Arzt, ich zahle deine Geburtstagsfeier. Ihr wisst schon, was kommt, ja? Er hat den Rat bekommen, er muss sich verabschieden von allen seinen Leuten, hat er gemacht, er kam zu jedem hin, hat allen vergeben, hat sich überall verabschiedet, ein Testament geschrieben, war fertig mit allen Leuten und dann geht er zum Arzt, sagt, du, ich bin fertig mit verabschieden. Ich bin immer noch nicht tot. Und er sagt, ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann hat er halt Geburtstag gehabt und dann hat der Arzt seine Geburtstagsfeier zahlen müssen. Hat dann natürlich alle eingeladen, die es da gibt. Und eine große Party gemacht, auf Kosten des Arztes so. Und das musste er dann 10 Jahre lang machen, der Arzt. Nach dem 10. Jahr hat er ihn entlassen von seinem mündlichen... und der hat sich bekehrt. Der Oberarzt einer Uniklinik hat sich bekehrt. Ich habe diese schriftliche Sache gesehen, ja. Und dieser Klaus, wir reisen zusammen rum im Reisedienst, er heilt Kranke, treibt Dämonen aus, richtig, richtig gut. Er weiß nicht, wie lange er noch lebt, könnte morgen zu Ende sein, aber er ist schon 10 Jahre im Reisedienst, teilweise mit Morphium voll, aber er weiß eins, der Herr ist der Herr über Leben und Tod.
Und es ist dann Ende, wenn Gott sagt, es ist Ende. Solange ich noch Zeit habe, werde ich Reich Gottes bauen. Ich möchte dich ermutigen, solange du noch Zeit hast auf dieser Erde, gib nicht auf. Ich hatte eine Oma, die war eine Glaubensoma. Als ich ein kleiner Kind war, hat sie immer gesprochen, Daniel, du wirst ein Prediger werden. Und du wirst gut werden in der Schule. Prediger ging mal gar nicht, ich konnte nicht sprechen. Ich habe gestottert. Und gut werden in der Schule ging auch nicht. Nächsten Tag habe ich eine schlechte Note wieder heimgebracht. Sie guckt auf die Realität, aber sie spricht im Glauben. Nee, das ist nur Realität. Glaube ist was anderes. Du wirst gut werden, du wirst ein Prediger werden. Sie ist gestorben. Nichts davon gesehen. Ich bin ziemlich gut geworden in der Schule, nicht weil ich klug bin, sondern weil Jesus in mir ist. Und heute bin ich im internationalen Reisedienst, dieses Jahr in 11 Nationen, predige das Wort, weil eine Oma im Glauben gesprochen hat. Sprich im Glauben zu deinen Enkeln. Sprich im Glauben zu deinen Kindern. Sprich im Glauben zu den nächsten Generationen. Und diese Oma, sie kam zu mir, ich habe ein Himmelserlebnis gehabt 2013, und sie kommt mir entgegen und ich sehe diese Oma. Oh, das war schön. Und sie kommt mir entgegen und sie spricht einen Satz. Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Ich habe mich entschieden, ich werde das Wort predigen bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich werde nicht aufgeben. Und ich möchte dich ermutigen. Manche Menschen haben ein Ende schon erlebt. Sie sind schon weg. Du lebst noch. Du lebst noch. Lebe nicht in der Vergangenheit deiner Verletzungen. Vergib das ganze Zeug. Geh nach vorne und sag, Jesus, danke, dass ich noch leben darf. Und du baust Reich Gottes weiter. Ich möchte dich ermutigen mit den Worten meiner Oma. Deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Amen. Denn der Herr ist der Herr über Leben und Tod. Und er ist der Anfang und das Ende. Halleluja. Ja, er ist der Erste und der Letzte, er ist der Morgenstern, er ist das Amen. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, er ist der Anfang, der Ursprung der Schöpfung. Und er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Alles zusammen? Der Löwe aus dem Stamm Juda. Wir haben es heute gehört von deiner Prophetie, richtig, richtig stark. Wenn der Löwe von Juda kommt, was sagst du, Maria? Der Angsthase ist tot. Kannst du dann erzählen, wenn du dran bist, ja? Wenn du einen Angsthasen drin wohnen hast, kommt der Löwe von Juda. Hase tot. Ja? A la Maria. Ich habe dich jetzt erwähnt, Maria, ja? Das ist, ja. So, Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist die Wurzel Davids. Er ist das Wort Gottes. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Mann, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Es gibt viele Könige und Bundeskanzler und Regierungschefs. Aber es gibt einen König der Könige und das ist Jesus Christus. Der König der Könige und der Herr der Herren. Und er ist die Wurzel und der Spross Davids. Das Letzte, er ist der helle, glänzende, leuchtende Morgenstern. Halleluja, 107 Sachen. Hat ja auch nicht gedacht, dass er eine Liste mit 107 Sachen bekommt, gell? Am Freitagabend. Aber es ist deswegen wichtig, damit du verstehst. Das kannst du wahrscheinlich alles nicht merken. Gott ist größer wie alles, was du dir merken kannst. Wir wollen jetzt gleich Gott erheben. Lobpreisteam, das nach vorne kommen. Wir haben jetzt ein Lied, wo wir Gott erheben wollen, wo wir ihn anbeten wollen, Geist in der Wahrheit. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt gleich zusammen singen werden, wollen wir den Namen Jesus groß machen. Als Petrus gesprochen hat oder die Frage bekommen hat von Jesus Christus, ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Es war ganz wichtig für Jesus. Was sagt ihr, wer ich bin? Das war Jesus wichtig. Petrus hat richtig geantwortet, Identität kam zurück und der Schlüssel des Himmels kam in deine Hand. Was meinst du, was heute Abend hier geschehen wird, in diesem Raum, wenn du Gott anbetest, nicht einfach nur ein Lied singst, sondern Gott anbetest in seinen Namen, ihn anbetest im Geist und der Wahrheit. Was meinst du, was dann geschieht? Identität kommt zurück. Können wir den Schlüssel haben? Und der Schlüssel des Reiches der Himmel wird freigesetzt in deine Hand. Bist du bereit dafür? Mach mal deine Hand auf. Jesus, ich bete, dass jetzt diese Schlüssel hineingegeben werden. Hineingegeben werden in die Hände, wo es geöffnet werden.
dass die Schlüssel des Reiches der Himmel reingegeben werden. Jetzt gleich, wenn wir dich anbeten. Warum? Weil wir dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Jesus, ich danke dir, dass es nicht nur eine Let It Rain-Konferenz hier ist, sondern eine Begegnungsstätte des Heiligen Geistes hier drin, in Jesu Namen. Jesus, wir danken dir, dass es heute erst der Anfang ist von dem, was du noch tun wirst, jeden Tag mehr. Und ich bete, dass was auch immer wir auf der Erde binden, ist gebunden im Himmel. Was auch immer wir lösen, ist gelöst im Himmel. In Jesu Namen danke ich dir, dass jetzt Lösungen und zustande kommen und Sachen gebunden werden in Jesu Namen. Und der Schlüssel des Reiches der Himmel liegt in deinen Händen in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre in Jesu Namen. Amen. Setz dich nochmal hin. Wir werden gleich singen. Was singen wir? Weißt du das? Wie schön dieser Name ist, oder? Ist doch ein schöner Name, gell? Wir werden es gleich tun. Aber bevor wir das singen, ich sehe, dass manche Menschen hier gebunden sind. Und die Bibel sagt, was du immer du löst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Da gibt es noch mehr zu lösen. Wenn du spürst, da ist eine Bindung in deinem Leben, die jetzt gelöst werden soll, steh kurz auf. Nur die bitte, ja? Nur die. Leg deine Hände auf dein Herz. Und Jesus, dein Wort sagt, was auch immer wir lösen auf dieser Erde, ist gelöst im Himmel. Wir sprechen jetzt im Glauben, sei gelöst in Jesu Namen. Jede Kette, jede Bindung in deinem Herzen, in deinem Körper, in deiner Seele, gebieten wir jetzt aufzugehen in dem Namen des Herrn und wir sprechen jetzt hinein, sei frei von deiner Plage. Jede Bindung hat jetzt ein Ende in dem Namen des Herrn. Wir sprechen das hinein, denn dein Wort sagt, was immer wir lösen auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Und wir danken dir, dass jetzt jede Bindung ein Ende hat, jede Bindung jetzt gelöst wird und du in die Freiheit kommst. Denn das Wort Gottes sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und alle sagen, wollen wir nochmal den Namen Jesus groß machen? Steht mal alles zusammen auf. Der Name, der über alle Namen ist, ist der Name Jesus. Der Name, der über alle Namen ist, ist der Name Jesus. Der Name, jetzt mit voller Power, okay? Denn die Leute sollen denken, was machen die da drin in Dresden, ja? Der Name, der über jeden Namen ist der Name Jesus. Und diesen Namen wollen wir jetzt anbeten. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus.